Hey und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder ein sehr besonderes Video und zwar gibt es wieder eine Mod-Vorstellung. Ich habe da momentan irgendwie wieder voll Spaß dran. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich monatelang die kommenden Mods ignoriert und jetzt ist es wieder soweit. Jetzt bin ich wieder der Sucht verfallen. Ich habe euch ja letzte Woche schon den Brook Heights Mod vorgestellt, also wo wir die offene Welt in The Sims 4 haben können. Und neben Brook Heights gab es noch einen Mod, den ihr mir die ganze Zeit zugesendet habt und habt gesagt, Lina, guck ihn dir unbedingt an, mach darüber ein Video, der ist mega cool. Und zwar ist das der Woohoo Wellness Mod. Den kennen vielleicht viele von euch auch schon, aber ich dachte mir, ich mache trotzdem ein Video dazu, weil ich ihn wirklich so geil finde. Ich habe die letzten 3-4 Tage damit verbracht, den zu übersetzen. Das war sehr anstrengend. Und als ich dann fertig war, habe ich dem Entwickler auf Twitter geschrieben, ob ich ihm die Übersetzung irgendwie zukommen lassen kann oder ihr, ich weiß gerade nicht. Und dann hat die Person mir geschrieben, dass sie schon eine deutsche Übersetzung auf ihrem Discord-Server wohl hat. Also falls ihr eine deutsche Übersetzung haben wollt, dann solltet ihr den Discord-Server von dem Entwickler joinen. Ich verlinke euch alles in der Inbox und dann könnt ihr da vorbeischauen. Dieser Mod dreht sich rund um schwanger sein, schwanger werden, Schwangerschaft vermeiden und Kinder wollen oder eben Kinder nicht wollen. Und ich weiß, ich sage es in jedem Mod-Video, aber dieser Mod bringt so viel Realismus ins Spiel. Also hier sind viele Dinge, die EA sich auch mal wieder abschauen sollte, weil das ist einfach richtig, richtig geil. Und wir legen jetzt los. Ich habe genug gelabert. Und zwar habe ich hier eine wunderbare Familie erstellt. Die besteht aus zwei Schwestern. Einmal Angie und einmal Jenna. Das sind unter anderem Sims von euch. Und ich finde Angie so, so süß. Ich hoffe, man spricht das so aus. So wird es geschrieben. Sie hieß eigentlich Angie Jones. Aber da sie mit diesem jungen Mann hier verheiratet ist, mit Skylar, heißt sie jetzt auch Bowers. Und das ist ihre Schwester Jenna. Und sie ist mit Grayson zusammen. Beziehungsweise auch verheiratet. Und genau, das ist ihr wunderschönes Haus. Sie wohnen hier zusammen mit ihrer Kitty Cat. Das ist Molly. Die kam zusammen mit Angie. Das ist ihr wunderschönes Zuhause. Falls ihr wissen wollt, wie das Haus heißt, weil da kriege ich auch mal Fragen zu, ist aus der Galerie und heißt 105 Tekkes Maze Road oder so ähnlich. Ihr seht es ja hier. Also, wo fange ich an? Ich würde sagen, wir fangen beim Kinderwunsch an, weil das, finde ich, ist eine der größten Dinge, die diesen Mod sowas von besonders macht. Also ihr wisst ja, dass ich immer mal wieder auch Szenarien spiele, wo Sims das Baby nicht haben wollen, wie zum Beispiel bei Winter und Spencer, wo Spencer, also bei der ersten Schwangerschaft, das Baby überhaupt nicht haben wollte und das richtig kacke fand. Aber bei unserem wunderbaren Sims-Spiel schreien alle Sims immer, oh yeah, wir kriegen ein Baby! Und das nervt mich immer total. Und dieser Mod macht das eben nicht. Und zwar hat hier jeder Sims einen Wunsch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf unsere Angie draufgehe und dann auf ihre Simologie gehe, dann hat sie ein zusätzliches Merkmal. Das wurde jetzt random generiert, also das habe ich jetzt nicht eingestellt. Und zwar möchte sie derzeit keine Schwangerschaft. Dieser Sim ist momentan nicht daran interessiert, ein Kind zu bekommen. Wenn es passieren würde, würde... Oh, da habe ich das nicht übersetzt. Sie nicht gerade glücklich darüber sein. Und der dazugehörige Mann, also Skylar, hat dann natürlich auch einen Wunsch. Und er wäre sehr froh darüber, ein Kind zu bekommen. Dieser Sim würde gerne ein Kind haben, ob es der richtige Zeitpunkt ist oder nicht. Wenn eine Schwangerschaft passiert, wird dieser Sim Freude daran finden. Man merkt mal wieder, dass ich bei der Übersetzung zwischendurch keinen Bock mehr hatte. Und deswegen hören sich manche Dinge ein bisschen komisch an, weil ich sie mit dem Google-Übersetzer übersetzt habe. Dann haben wir unsere liebe Jenna. Was hat sie für einen Wunsch? Sie wäre auch sehr froh, schwanger zu werden. Dieser Sim möchte... Er würde gerne schwanger sein und ein Kind haben, ob das der richtige Zeitpunkt ist oder nicht. Wenn eine Schwangerschaft passiert, wird diese Sim Freude daran finden. Und Grayson ist, glaube ich, neutral gegenüber Kinderwunsch. Dieser Sim ist nicht gegen eine Schwangerschaft. Er hofft auch nicht verrückt darauf. Er denkt einfach neutral in Bezug auf die Idee. Was auch immer passiert, er findet es okay. Und das finde ich einfach absolut großartig. Also man kann es auch manuell noch verändern, wenn man auf... Okay, hier habe ich irgendwie ein bisschen scheiße übersetzt. Das Problem ist immer, wenn man Dinge übersetzt in dem Sims 4 Studio, dann weiß man nicht, auf was sich das bezieht. Man hat immer nur diesen Satz vor sich und dann weiß man nicht so genau, was das bedeutet. Und ja, jetzt habe ich hier das übersetzt mit definiere das bevorzugte Geschlecht für ein zukünftiges Kind. Und wenn man dann da drauf geht, ist das eigentlich wie dieser Sim über Kinder denkt. Auf jeden Fall kann man hier dann eben manuell einstellen, ob der Sim eben neutral ist, ob er gegen Kinder ist, beziehungsweise gegen Kinder bekommen, oder ob er sich sehr darüber freuen würde, Kinder zu bekommen. Wenn wir jetzt zum Beispiel dann die Story von Spencer und Winter gespielt hätten, dann könnte ich Spencer einstellen, der gar keinen Bock auf Kinder hat, da hätte ich dann drücken können, möchte derzeit kein Kind. Und bei Winter hätte ich dann sagen können, ist neutral gegenüber dem Kinderwunsch, weil es war nicht so, dass sie sich gedacht hat, oh mein Gott, ich muss jetzt unbedingt schwanger werden, aber sie fand es dann auch nicht schlimm, also sie hätte das Kind auch gerne bekommen. Wir spielen dieses Szenario jetzt einfach mal nach, weil unsere liebe Angie möchte ja nicht so gerne ein Kind bekommen und wir drücken jetzt mal bei Skylar, dass er ein Kind bekommen möchte, also dass er sich darüber sehr freuen würde.
Und bei den anderen beiden machen wir das mal anders. Wir machen bei denen, dass sie sich beide darüber freuen, beziehungsweise ist neutral gegenüber dem Kinderwunsch und sie freut sich, ein Kind zu bekommen. Bevor wir jetzt aber hier direkt zur Sache gehen, gibt es noch einen wesentlichen Teil. Und zwar geht es hier auch um Verhütung. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel zwei Sims habt, die absolut keine Kinder haben möchten, dann müssen sie natürlich auch etwas dagegen tun. Und was gibt es Besseres als Gummis? Ich habe Kondome jetzt einfach mal mit Gummis übersetzt, weil ich das irgendwie besser fand. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mit Jenna hier unterwegs sind, kann sie ihren Boy fragen, ob er überhaupt verhütet, dann kann er nach seinem Kinderwunsch fragen und sie kann ihn bitten, dass sie keine Gummis mehr benutzen. Das macht in dem Fall natürlich jetzt Sinn, weil sie möchte natürlich gerne Kinder bekommen. Deswegen ist es schlau, dann einfach keine Gummis mehr zu benutzen. Deswegen fragen wir ihn jetzt einfach mal. Und die anderen beiden, also Angie, möchte ja auf gar keinen Fall Kinder bekommen. Deswegen fragt sie ihren Mann jetzt mal, was benutzt du eigentlich, um zu verhüten? Und mal sehen, was er dazu sagt. Die küssen sich erstmal alle hier. Also ich finde die alle irgendwie mega süß. Ich habe die super schnell erstellt, beziehungsweise da noch ein bisschen CC drauf geklatscht, weil ich nicht alles hatte, was die Sims so an sich hatten. Okay, und wenn wir das jetzt gefragt haben, dann bekommen wir von Grayson gesagt, diese Sims benutzen keine Kondome mehr, wenn sie ein Techtelmechtel haben. Sie können jederzeit wieder Kondome verwenden, indem sie den anderen Sim fragen, Gummis zu benutzen. Das heißt, es ist jetzt eingestellt, wenn sie jetzt auch Kondome im Inventar hätten, würden die sie nicht benutzen, weil sie sich darauf geeinigt haben, eben diese nicht mehr zu verwenden. Wir können jetzt zum Beispiel mit unserer lieben Angie auch ein paar Kondome kaufen, weil sie möchte ja unbedingt verhüten. Und damit hier kein Missgeschick passiert, können wir sie jetzt Gummis kaufen lassen. Ob unser lieber Skylar das gut findet oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, weil er hätte ja gerne Kinder. Aber das ist eben das Coole, dass die sich da auch ein bisschen widersprechen können, weil bisher war es immer so, dass die Sims alle einer Meinung sind und das nervt mich immer total, weil es ist nicht so. Es gibt auch Sims, beziehungsweise Menschen, die wollen einfach keine Kinder haben, beziehungsweise man ist sich dann uneinig. Oder es gibt auch Menschen, die einfach sagen, ist mir egal, wenn es passiert, passiert's. Und das finde ich einfach echt eine richtig, richtig coole Sache. Und man kann hier dann eben so viele Sachen einstellen, dass die dann auch die Pille nehmen. Also wenn jetzt zum Beispiel Angie sagt, ich möchte absolut gar keine Kinder, dann würden statt der Kondome natürlich auch die Pille Sinn machen, weil die ist dann natürlich auch noch ein bisschen sicherer. So, jetzt hat Angie zum Beispiel 20 Gummis gekauft, die hat sie jetzt in ihrem Inventar und weil sie sich mit ihrem Freund nicht darauf geeinigt hat, keine Gummis mehr zu benutzen, werden die welche benutzen, wenn die jetzt ein Techtelmechtel haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier drauf drücke und sage, sie soll jetzt ein Techtelmechtel mit Skylar haben, dann werden die zwei Gummis benutzen. Ich weiß nicht genau, wie das ist, wenn sie jetzt ein Baby machen, ob sie dann auch ein Gummi benutzen. Das werden wir gleich danach mal ausprobieren. Aber bei Jenna und Grayson werden wir jetzt mal schauen, wie das denn ist, wenn man sich darüber freut, ein Baby zu bekommen. Weil die zwei benutzen ja keine Gummis mehr. Irgendwie finde ich das weird, dass sich hier alles nur um Techtelmechtel dreht. So, die zwei sind jetzt fertig mit ihrem Gewusel. Und wir sehen, dass sich ein Gummi aufgelöst hat. Ein Gummi ist mysteriöserweise verschwunden. Was ich einfach so geil finde. Also was ist das für ein geiles Prinzip. Also ich verstehe, dass es natürlich nicht in dem normalen Sims-Game eingebaut werden kann, weil das soll ja so familienfreundlich wie möglich gemacht werden und da haben Gummis dann anscheinend nichts verloren. Aber ich finde, das ist einfach so eine geile Sache, vor allem für Storytelling. Ich traue mich immer gar nicht, das zu sagen, aber es ist nun mal so. Und dann gibt es eben jetzt auch ein paar Stimmungen und sowas, wenn wir jetzt mal hier schauen bei ihr. Verantwortungsbewusstes Techtelmechtel. Beim letzten Techtelmechtel wurde verhütet. Finde ich mega cool. Sind die zwei denn jetzt hier auch schon fertig? Haben die getechtelmechtelt? Jo. Die haben jetzt nämlich hier die Interaktion ohne Fallschirmspringen. Beim letzten Techtelmechtel wurde nicht verhütet. Und unser lieber Grayson hat er auch was. Ja, das Gleiche. Und da wir natürlich jetzt herausfinden wollen, ob unsere liebe Jenna schwanger ist oder nicht, werden wir sie jetzt mal einen Schwangerschaftstest machen lassen. Und die anderen beiden sollen aber jetzt nochmal... Kann ich die Kondome irgendwie wegtun oder so? Ich ziehe jetzt die Gummis mal aus dem Inventar raus, damit sie jetzt... Ach shit, man kann die nur... Ich verkaufe ihre Kondome mal ganz kurz wieder, weil ich möchte, dass sie jetzt keine hat. Die zwei sollen jetzt mal so ein Techtelmechtel machen. Und da bin ich mal gespannt, wie das jetzt funktioniert. Wenn sie jetzt nicht verhüten, ob sie dann trotzdem schwanger werden kann. Weil das habe ich nämlich noch nicht ausprobiert. Ich habe das ja, ich habe mit dem Mod schon ein bisschen so gespielt, auch in der Disney Legacy und so, weil ich den schon die ganze Zeit im Spiel hatte. Jenna ist schwanger! Yay! Mega cool! Und natürlich hat sie direkt ihren riesigen Babybauch. Jetzt bin ich mal gespannt auf die, Stimmungen, wenn der liebe Grayson es erfahren hat.
Sehr gut. Also er weiß es jetzt. Und bei ihr haben wir jetzt die Stimmungen. Das hatten wir schon. Alles ist gut. Der Partner von Jenna hat die Nachricht von der Schwangerschaft ziemlich gut aufgenommen. Er ist offen für Kinder und freut sich, diese Erfahrung mit Jenna zu teilen. Was für eine Erleichterung. Und das ist doch einfach nur mega cool, oder? Und Grayson hat jetzt die Stimmung dekoriert, freudig überrascht. Nachwuchs für die Familie. Grayson und his Partner. Oh, das muss ich alles übersetzen. Ich dachte, das wird automatisch gemacht. Egal. Werden ein Kind bekommen. Viele Aufgaben sind damit verbunden, aber sie werden es schon schaffen. Mega, 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 mega cool. Also, ich kann die ganze Zeit nur sagen, wie cool das ist, aber ich finde den Mod wirklich, also der ist seit langem mal wieder so richtig, richtig, richtig geil und ich hoffe, dass der nicht irgendwie mit einem Patch mal kaputt geht, sodass man den dann neu übersetzen muss oder keine Ahnung. Also ich hoffe, der bleibt mir immer erhalten, weil der ist einfach deliziös. So, Deli, jetzt haben wir hier die Benachrichtigung bekommen, es wurde nicht verhütet. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie das ist, ob sie jetzt ein Baby im Bauch hat oder nicht, weil ich ja theoretisch nur auf Techtelmechtel gedrückt habe. Ich lasse sie jetzt mal einen Schwangerschaftstest machen. Mal gucken, was der sagt. Angie ist nicht schwanger, vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Sie ist zum Beispiel jetzt auch nicht traurig, was ich einfach mega geil finde, weil ich hasse das, wie zum Beispiel letztens hat Kiana ja einen Schwangerschaftstest gemacht, als sie noch ein Teenager war und dann war der ja negativ und danach sind die Sims immer traurig und das finde ich richtig blöd, weil es gibt ja auch Sims, die, wie zum Beispiel Kiana war ja ein Teenager, die wollte absolut nicht schwanger werden und dass sie dann traurig sind, dass sie nicht schwanger sind, finde ich so unrealistisch und mit diesem Mod ist das Vergangenheit, Leute. Und zwar sind sie dann glücklich darüber, dass er negativ war. Auch hier wieder doof übersetzt. Zum Glück ist der Test negativ. Angie möchte derzeit keine Kinder bekommen. Und das ist ja wohl sowas von geil. Es ist so geil, Leute. Es ist so geil. Es tut mir voll leid. Ich weiß, dass nach diesem Video werden sich wieder alle diesen Mod runterladen wollen, weil es wirklich einfach nur geil ist. Aber ihr merkt vielleicht schon, das ist seit langem mal wieder was, was mich richtig begeistert. Das sind halt einfach die Dinge, die mir so im Grundspiel fehlen. Und das hat für mich auch ja nichts mit Familienfreundlichkeit zu tun, dass das nicht möglich ist oder so irgendwie für EA. Das sind ja nur ein paar Stimmungen. Und diese Stimmungen machen mich so, so glücklich. Also ich finde das so geil, dass das eben möglich ist. Und ja, ich möchte aber natürlich, dass unsere liebe Angie jetzt mal schwanger wird, weil wir das provozieren wollen, dass sie dann darüber quasi traurig ist, ein Baby zu bekommen. Kannst du bitte rausgehen, Jenna? Danke. Okay, wir gehen jetzt natürlich direkt einen Schwangerschaftstest machen. Für zwei Essen. Angie ist schwanger. Und ihr seht schon, Angie ist super angespannt. Ungewollte Schwangerschaft. Angie hat mit dieser Schwangerschaft nicht gerechnet und sie ist überhaupt nicht sicher, ob sie es überhaupt will. Aber es ist nun passiert. Was soll sie tun? Wie großartig ist es bitte? Und ich weiß nicht genau, wie das jetzt ist. Sie geht jetzt rüber. Bereuen, die Pille nicht genommen zu haben. Oh mein Gott. Also ich habe es ja übersetzt, deswegen weiß ich ja, dass es in diesem Mod beinhaltet ist. Aber das jetzt so zu sehen, ist einfach nur absolut großartig. Und ihr seht schon, dass sie das jetzt halt auch ganz anders verkündet als sonst. Seht ihr? Oh mein Gott, sie verstehen. Sie haben sogar Minus bekommen, weil sie nicht einer Meinung sind. Ich liebe es so sehr. Nicht auf einer Ebene. Angies Partner freut sich über die Schwangerschaft, wenn Angie das nur auch könnte. Ich weine gleich, das ist so absolut großartig. Und er hat Freud und Leid zugleich. Skylars Partner hat eine Schwangerschaft verkündet. Und Skylar ist so froh, dass ein Baby auf dem Weg ist. Das Problem, sein Partner ist es nicht. Es wurde verkündet, als wäre es die schlimmste Nachricht der Welt gewesen. Er, sie will das Baby nicht, ganz im Gegensatz zu Skylar. Gott, das ist so wunderbar. Das ist sowas von wunderbar. Und ja, wie gesagt, wir können jetzt mit ihr dann eben auch mit ihm über Dinge sprechen, die sie beschäftigen. Warte mal, wo kann ich das denn machen? Stand da ja gerade. Ärger Luft machen. Über gestresste Stimmung reden. Wenn's. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also so ein paar Sachen habe ich noch nicht übersetzt, weil ich wirklich einfach keinen Bock mehr hatte, weil das hat so lange gedauert. Aber wir können jetzt zum Beispiel zur Beratung für ungewollte Schwangerschaft gehen. Wir können, warum? Ach so, zu begleiten. Oder wir können da hingehen.
Wir können bereuen, die Pille nicht genommen zu haben. Bitten keiner, ja, okay. Discuss possibility of terminating pregnancy. Das betrifft dann eine Abtreibung. Also da können die dann darüber sprechen, ob sie das Baby eventuell abtreiben sollten. Und dann können wir organize to provide for the baby. Also darüber sprechen, wie das mit den finanziellen Sachen aussieht. Ungewollte Schwangerschaft verkünden. Nachdem Angie es jetzt jemandem erzählt hat, kann Angie den Sim fragen, ob er sie zu einer Abtreibung begleitet. Um Begleitung zur Abtreibung bitten, Sorgen wegen Schwangerschaft teilen. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, Leute. Ich kann nicht mehr. Welche Optionen haben wir bei Jenna, weil sie ja glücklich darüber ist? Wo ist Grayson? Los, wir müssen mit dir sprechen. Ganz wichtig. Dankeschön. Wenn wir jetzt auf Woohoo Wellness gehen, dann haben wir ganz viele Optionen. Also hier können wir auch Begeisterung für über Schwangerschaft ausdrücken, fragen, wo mich um Begleitung zur Abtreibung bitten. Das machen wir natürlich in ihrem Fall nicht. Über Kinderzimmerdekoration reden. Und ich glaube, wenn ihre Schwangerschaft ein bisschen fortgeschritten ist, können wir sogar zu einem Geburtsvorbereitungskurs gehen. Also ich habe zumindest sowas in der Art übersetzt mit einem Geburtsvorbereitungskurs. Dass sie halt auch einfach so andere Stimmungen haben, also dass es wirklich nicht nur so da unten steht, sondern dass sie dann wirklich angespannt deshalb sind oder so, finde ich einfach nur absolut geil. Dass sie jetzt darüber traurig ist, weil sie ein ungewolltes Baby hat und nicht bereit dafür. Manchmal trifft es dich wie ein dich überrollender Zug, wenn du plötzlich schwanger bist, obwohl du es nicht willst. Oh mein Gott. Also mir tut das halt jetzt auch voll leid und da kann man sich dann einfach viel mehr in die Person reinfühlen und das Storytelling ist so viel einfacher und ich muss nicht mehr so viel quatschen, sondern ich kann einfach machen. Das ist einfach nur toll. Grayson und sein Partner werden ein Kind bekommen. Viele Aufgaben sind damit verbunden, aber sie werden es schon schaffen. Ich cheate sie mal jetzt ins zweite Trimester und dann gucken wir mal, ob wir zum Vorbereitungskurs gehen können. Schwangerschaftsstadium machen wir mal. Zweites Trimester. Und dann gucken wir mal. Jetzt hat sie die Stimmung. Jenna ist jetzt schwanger und ist aufgeregt, bald Mutter zu sein. Oh mein Gott, da muss ich ganz schön nochmal ran an die Übersetzung. Die ist wirklich teilweise echt grauenhaft. Jetzt schauen wir mal. Wellness. Zum Geburtsvorbereitungskurs gehen. Zum Elternvorbereitungskurs gehen. Eine Abtreibung. Oh, gut. Okay, wir gehen jetzt zum Geburtsvorbereitungskurs. Ich weiß, wir haben mitten in der Nacht, aber wir gehen zum Geburtsvorbereitungskurs. Oder können wir Grayson fragen, ob er mitkommt? Oder geht er automatisch mit? Oh ne, er geht automatisch mit, oder? Oh ne, er tanzt. Ist ja fast das Gleiche. Okay, also wir haben jetzt hier noch ein paar neue Emotionen. Bewegung tut gut. Man muss sich ein bisschen mehr bewegen, als Jenna erwartet hat. Aber wenn es hilft, gut. Ein neues Leben wächst. Manchmal ist Jenna überwältigt vor Freude, wenn Hiss daran denkt. Alles klar. Wenn sie daran denkt, dass ein Baby heranwächst. Sie kann es nicht erwarten, bis das Baby geboren ist. Ich platze vor Freude, Leute. Also, ich glaube, dieser Mod wird in meine Top 5 Mods eingehen. Okay, Jenna ist zurückgekehrt. Sie hat jetzt die Stimmung. Es wird schon gut werden. Die Teilnahme an Geburtskursen hilft dabei, sich psychisch und physisch auf den Moment der Geburt vorzubereiten. Sie weint einfach im Schlaf, weil sie immer noch so traurig ist. Und da steht sie direkt mal auf. Hat Hunger. Wunderbar. Fühlt sie sich heute ein bisschen besser? Gute Ehe? Immer noch nicht so, ne? Sie ist immer noch voll angespannt, weil sie, also, das finde ich halt auch geil. Diese Trimester-Anzeigen sind jetzt automatisch die schlechten Anzeigen, also die ungewollte Schwangerschaft. Und sie ist jetzt dauerhaft angespannt, weil sie einfach die ganze Zeit weiß, oh mein Gott, ich bin schwanger und ich will dieses Baby eigentlich gar nicht haben. Wir werden jetzt mal zusammen mit Skylar zu einer Beratung für ungewollte Schwangerschaft gehen. Mal gucken, was danach dabei rumkommt. Okidoki an die Schoki. Die zwei sind von der Beratung zurück. Und sie sieht nicht sonderlich glücklich aus. Mal gucken, was sie für eine Stimmung hat. Nicht wirklich hilfreich. Diese Sitzung hat Angie nicht geholfen, sich verstanden oder in der Situation besser zu fühlen. Oh oh. Also es gibt aber auch andere Optionen. Also da könnt ihr jetzt auch stehen. Hat zumindest ein bisschen geholfen und sowas. Also das ist nicht immer alles universell gleich, sondern da können immer andere Sachen bei rauskommen, was ich halt einfach mega geil finde. Und er hat helpful enough. Okay, habe ich noch nicht übersetzt. Es tat gut, über seine Gefühle mit einem Experten sprechen zu können. Sehen wir. Ne? Ich weiß natürlich nicht, ob das sie sich jetzt darauf bezieht, weil er neutral gegenüber dem Kinderwunsch war, beziehungsweise nee, er freut sich auf das Kind und sie, dass sie das halt überhaupt nicht wollte oder ob das halt einfach zufällig generiert wird, das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber es ist einfach
great. Ich will euch jetzt aber mal ganz kurz noch zeigen, wie das mit der Pille ist. Deswegen füge ich mal ganz kurz Moira zu unserer Familie hinzu. Sie passt zwar jetzt hier überhaupt nicht rein, aber egal. Wir werden sie jetzt einmal, ich weiß nicht ganz genau, wie das geht. Hier. Ich hab's, Leute. Wo ist denn jetzt hin? Stand doch gerade da. Ah ja. Ich musste jetzt ihn nochmal ganz kurz hinzufügen, musste den Liebe cheaten, damit die sich lieben, obwohl der ist ein Landgrab, ist ja auch egal. Auf jeden Fall kann er sie jetzt fragen, ob sie die Pille nehmen kann. Und dann sollte sie zum Arzt gehen und sich ein Pillenrezept verschreiben lassen. Ich bin mal sehr gespannt, wie das jetzt klappt. Oh, Geoffrey ist ja verheiratet mit Nancy. Das ist natürlich fatal. Oh, ah, okay. Trink das mal. Ist das dann die Pille? Okay. Geburtskontrolle. Du fühlst dich schon viel sicherer. Was könnte schon schief gehen? Okay, also jetzt ist sie auf der Pille sozusagen. Hormonelle Verhütung beenden. Sehr cool. Okay, das hat auch geklappt. Das heißt, die benutzen jetzt keine Gummis, sondern die wählen die nachhaltigere Variante. Und verhüten hormonell. Ja, finde ich mega, mega cool. Also da kann man dann eben auch vermeiden, dass sie schwanger werden. Ich, wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie das mit dem Techtelmechtel ist, wenn die jetzt eben Techtelmechtel ohne jegliche Verhütung haben, ob da dann eben auch ein Risiko besteht, dass sie schwanger werden. Das weiß ich nicht genau, wie das geregelt ist. Falls ihr das wisst, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Aber alles in allem kann ich einfach nur sagen, dass es geil ist. Es ist einfach nur geil. Es gibt noch ein paar Dinge, die ich euch jetzt nicht gezeigt habe, wie zum Beispiel den Elternvorbereitungskurs und sowas. Aber das könnt ihr dann auch noch selber erforschen. Ich habe euch die Dinge gezeigt, die mich einfach nur begeistern. Und ich finde es einfach nur Hammer. Und das ist auf jeden Fall auch ein Mod, der einen sicheren Platz in meinem Spiel finden wird, weil das einfach das Gameplay komplett verändert. Es verändert das ganze Spiel und ich lieb's und ihr solltet es unbedingt auch ausprobieren. Wie gesagt, ich verlinke euch alles in der Infobox. Ich versuche auch den besagten Discord-Server zu finden, wo es dann eine Übersetzung gibt oder ihr müsst es euch eben selber übersetzen oder ihr habt es auf Englisch in eurem Spiel. Ich weiß es nicht, aber ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß mit diesem Mod und ich denke, wir werden auch noch sehr viel Spaß mit diesem Mod in meinen Let's Plays haben, vor allem jetzt im Hinblick auch darauf, dass Winter und Spencer ja wieder ein Baby erwarten und wir uns ja noch nicht so ganz sicher sind, was Spencers Intentionen dahinter sind. Aber ja, ich liebe das einfach und ich finde, das bringt einfach so viel neue Energie ins Spiel rein, neue Persönlichkeit und deswegen bin ich ganz schön verliebt. Und Nina, du kannst jetzt aufhören, darüber zu schwärmen, weil alle haben verstanden, wie geil du den Mod findest. Ich beende dieses Video dann jetzt an dieser Stelle. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr noch andere Mods habt, die ich unbedingt abchecken muss, immer in die Kommentare damit. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.